So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdüm zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Na, schaut mal, wo ich hier bin. Ich bin hier offscreen ein wenig gewandert nach der Suche nach meinem Holzhaus, was ich angefangen habe zu bauen. Das mit dem Marmorboden, nein, nicht Marmor, das war Sandstein. Und da bin ich hier auf mein erstes Dirthaus gestoßen. Und da habe ich hier mein allererstes Haus gefunden und gleich mein Bett drin platziert. Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt sogar mal stehen. Aus Sicherheitsgründen, falls wir mal sterben sollten, sondern hier wenigstens wieder aufwachen können. Ja, damit wirklich seid willkommen zurück hier im ersten Haus. Zwergi ist wieder da. An seinem alten Haus. Tja, die Anfänger. Hier haben wir Klaus das Huhn kennengelernt. Naja, so sieht's aus. Und schaut mal, was ich hier gebaut habe. Ich höre was, was mir gar nicht gefällt. Ich höre Skelette. Aber schaut mal, was ich hier gebaut habe. Ich war offscreen mal ein bisschen unterwegs, deshalb ist das Inventar auch ziemlich voll. Hab so ein bisschen was gebaut, habe hier einen kleinen Schrein hier gebaut. Ruhe und Frieden, Klaus, das Huhn. Ja. Eine Truhe. Da ist eine kleine Blume drin. Und die letzten Überbleibsel von dem toten Klaus. Dem Huhn. Da steht er in seiner kleinen Höhle hier. Der Zwerg. So eine kleine Gedenkstätte hier. Jeder, der vorbeikommt, jeder Pilger, der kann mal hier hingehen und mal ein bisschen in das Grab. Naja, das Grab. Vielleicht nicht unbedingt, aber in die Gedenkstätte von Klaus reingehen. Wo kommen denn diese Skelettgeräusche her? Kann das denn? Oh, die ist eine Höhle. Die ist was unten drunter. Ach du Schande. Da sind Monster unter dem Grab von Klaus. Na, prinzipiell müsste das Bett ja jetzt hier safe sein. Da haben wir ja schon mal drin geschlafen. Das heißt, wenn wir jetzt sterben würden, müssten wir ja eigentlich hier wieder aufwachen in dem Bett. Du kannst nachts schlafen. Am liebsten würde ich jetzt hier noch mal schlafen und dann mich einfach mal nach unten graben und mich einfach auf diese Zombies draufstürzen und Skelette, die da unten sind, die einfach mal töten. Damit ich hier Ruhe habe. Weil diese Grabesstätte, da muss jetzt nicht unbedingt der ganze Lärm hier los sein. Ach Leute. Da habe ich scheinbar nicht drauf geachtet, als ich das gebaut habe. Naja. Ich habe halt immer den Ton aus, wenn ich privat so Minecraft spiele und da. Habe ich ausnahmsweise mal ein bisschen, ja, privat gebaut. Kommt vor. Ja, und hier mein rechter Joy-Con ist auch irgendwie kaputt. Das dreht sich jetzt hier irgendwie. Das ist immer irgendwie, ja, seltsam. Ein bisschen übersteuert hier, ein bisschen. Muss aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr mich drehe. So ein Scheiß, meine Switch geht sterben. Ist immer hier sehr schlecht lenkbar. So ein Kack. Okay, die Sonne geht unter. Können wir vielleicht jetzt mal
die Gelegenheit nutzen und schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Och Mensch, Mensch. Leute, Freunde der Nacht. Sonne ist doch schon fast untergegangen. Brauche ich mir hier nochmal eine Spitzhacke. Ein Schwert meine ich natürlich. So mein Steinschwert nehmen, damit ich, wenn ich dann am nächsten Tag darunter gehe, dass dann nicht ganz unvorbereitet runtergehe. Naja, mit Steinspitzhacke darunter gehen ist schon ziemlich unverbreitet, aber ihr wisst, was ich meine, dass dann nicht mit einem Holzschwert runtergehe, sondern zumindest mit einem Steinschwert. So. Nächster Morgen, neuer Tag. So, vielleicht stelle ich hier meine Truhe rein, wo ich mein ganzes Inventar mal reinstelle. Da habe ich nämlich keinen Bock, das zu verlieren. Diese Grabeskammer dort entwickelt. Ja, tut mir leid, dass ich ein paar Fortschritte jetzt hier übergangen habe. Truhe, da brauche ich jede Menge Holz für. Geht das so? Okay, so geht's. Kann ich meine Truhe hier hinstellen? Kann ich meinen Ofen gleich hier lassen? Ist doch gleich eine Gelegenheit. Ofen, Werkbank und Truhe. Und da kommt dann jetzt der ganze Scheiß rein. Birkensetzling, ja, da könnten wir jetzt drauf verzichten. Ein Stück Kohle. Ein bisschen Leiter. So, dann ist mein Inventar so weit geleert, dass ich halt nicht auf einmal alles verliere, sondern in diesem Haus dann auch noch was habe, wo ich dann halt zurücklassen kann, falls ich nicht in diesem Bett spawne. So, und ich würde mal sagen, dann grabe ich mich mal runter und stürze mich in die Schlacht. Einfach mal todesmutig hier runter. Meine Steinspitzhacke. Na toll. Und was soll denn das hier werden? Batterieleistung. Deswegen lädt seine Switch nicht auf, bevor er anfängt aufzunehmen. Typisch. Hier ist direkt neben der Grabeskammer hier. Oh, da geht's runter, da geht's steil runter. Sollte ich nicht aufpassen, dass ich keinen Fallschaden kassiere. Vielleicht sollte ich woanders runtergehen. Ist eventuell ein bisschen bescheuert. Ah, da ist ein Spawner. Da ist so eine Sache, so eine Geschichte, wo die alle. Ah, und hier geht's runter. Huh, Skelett, Skelett, Skelett. Sollte ein bisschen vorbereiteter sein. Da kommen die alle raus. Das muss ich zubauen hier. Das Teil. Fackeln. Na komm, na komm, na komm, na. Attacke! Oh, das ist mein Tod, das ist mein Tod, das ist mein Tod, das ist mein Tod, das ist mein Tod. Zerstör das Teil, zerstör das Teil, zerstör das Teil hier, den Spawner. Gestorben. Nice. Und jetzt bin ich hier beim Dingens. Jetzt habe ich nur mein Schwert verloren. Gut. Oder auch nicht gut. Holzschwert. Und kann ich mir ein Steinschwert leisten? Mal da unten mal auf. Das kann es ja nicht sein. So. Steinschwert. Wir brauchen dringend mal demnächst eine Eisenspitzhacke und ein Eisenschwert. Irgendwann mal Eisen abbauen. Noch ein zweites Eisenschwert auf dem Lager, weil wir da wahrscheinlich mal sterben werden unten. Damit können wir ja schon fest rechnen. So, Stücke hier rein. 51 haben wir davon. Ja, habe ich ein bisschen was gecraftet. Offscreen. Bruchstein. Ein wenig noch. So, nur mit Schwert bewaffnet. Runter da. Haben wir jetzt hier einen guten Punkt. So war der Punkt, wo war die Höhle des Grauens? Hier war sie. Na komm, komm zu Daddy. Zack, 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 zack.
Mach das Ding kaputt, mach das Ding kaputt. Hier sind nur noch zwei Leute. Ach, verdammt. Da sind wirklich nur noch diese zwei Leute. Und die kümmere ich mich. Und dann mache ich das Teil kaputt hier. Den Spawner. Ist hier nicht nachts nochmal wieder erstehen. Das ist vom Skelett erschossen. Euch zeige es. Die miesen Skelette hier. Jetzt wird hier wieder aufgeräumt. Kommt raus. Traut euch. Die verstecken sich da so feige in der Ecke. Kommt hoch. Zack, zack, zack. Das letzte kriege ich auch noch. Zack, zack, zack. So. Ist das Teil hier zerstören. Abbauen, 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 abbauen. Da ist noch ein fieser Viech. Ja. Ah. Mistviech. Gestorben. Ah. Ich muss das Ding dort abschaffen, bevor hier Nacht kommt. So Holzschwert. Ich hoffe, da ist jetzt kein Skelett mehr unten. Doch ist es. Da ist eine Truhe unten. Zerstören, zerstören, zerstören das Teil, zerstören das Teil, zerstören das Teil, zerstören. Wie kann man diesen Punkt hier zerstören? Vernichten. Muss vernichten, muss kaputt machen. Spitzhacke. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, nice. Da haben wir ziemlich viel drin. Nice. Ein Zauberbuch und so weiter. Nice. Schöne Sachen sind da unten drin. Jetzt ist da nur noch dieses eine Skelett. Mit der Faust. Ich hole dich mit der Faust. Zack, zack, zack. Ich bin doch wohl stärker als dieses scheiß Skelett. Tut's den Skeletten. Krepier. So. Hier eine Fackel hin. Da eine Fackel hin. Einiges aufgesammelt hier. Spitzhacke lag hier rum. Zauberbuch Flamme 1. Wow. Was haben wir uns in die Kiste? Redstone. Alter. Was die Skelette hier alles beschützt haben. Das lohnt sich ja glatt. Goldpferderüstung. Boah. Das looten wir jetzt hier ordentlich. Sattel. Das müssen wir uns nur noch bis zu unserem Haus schaffen. Dann haben wir hier ordentlich was. Faden. Boah, das ist mega nice, was wir eben bekommen haben. Kisten kann man, glaube ich, nicht so mitnehmen, oder? Kann man nicht was reintun und dann die Kisten mit sich rumschleppen. Schießpulver, das können wir hier brauchen. Alter, das ist doch nice hier. Schwert noch dazu. Ein bisschen Stein hier. 18 Knochen. Alter. Das hat sich gelohnt. Sowas von gelohnt jetzt hier. Unter die Erde zu gehen und die Höhle hier zu säubern. Erstens haben wir es jetzt da ruhig. Gratis Kiste noch dazu. Haben wir jetzt hier ausgeleuchtet. Da ist jetzt hier die Grabesstätte von dem lieben Klaus. Und das bauen wir jetzt hier auch zu, damit wir jetzt hier keinen neuen Spawnpunkte und neuen Skelette und so haben. Das wollen wir nicht. So. Ich sagte zubauen. Dafür reicht das eventuell nicht, aber können wir noch ein bisschen was abgraben. Na okay, ja geht, ist zugebaut. Akzeptiere ich. Okay, es wird draußen wieder dunkel. Dann sollte ich mal in die Butze gehen und mal ein bisschen schlafen und mal. So, bei Nacht schlafen. Super. Haben wir doch sogar schon was erreicht jetzt hier im Part. Ich nehme alles aus der Kiste mit. Soll ich es riskieren? Soll ich mal auf dem Weg das mitnehmen? Ja, wie denn auch sonst? So. Ofen packen wir ein. Werkbank.
So, dann haben wir hier das Bett und eine Truhe. Können wir aufbrechen. Dach ist es ja. So, dann geht's mal wieder los. Ein bisschen haben wir was dabei. Dann nochmal hier beim Klaus Tschüss sagen. Klaus, das Huhn. Ruhe und Frieden, mein Kleiner. Mach's gut. Immer deinen Sarg noch öffnen hier. Naja, der Arme. So, dann machen wir uns wieder auf die Reise. Die lange, weite Reise Richtung unser Haus. Es wird hier irgendwo sein. Hier sind wir ja schon mal lang gelaufen. Ein bisschen Kohle noch abgraben. Auf dem Weg. Dann kommen wir auch mal irgendwann an. Hopp, hier keinen Fallschaden kassieren, der nicht nötig ist. So. Und weiter, weiter, weiter bis ans Ende der Welt. Ja. Wirklich bis an den Arsch der Welt. Da steht mein Haus. Am Ende des Ozeans. Auf dem Gebirge. Wir finden da schon hin. Da bin ich ganz zuverlässig. Zuverlässig. Zuversichtlich. Wortfindungsschwierigkeiten. Kohle. Können wir eigentlich nur hier brauchen. Schaf. Ich höre Schaf. Können wir uns gleich unser Bett abholen. Ach komm, lass mal hier das. Lass mal nicht Kohle, Kohle sein. Zack, 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 zack. Erste Wolle hier. Für das Bett. Brauchen wir noch zwei andere und ein bisschen Holz. Wie gewohnt. Bett wie gewohnt kochen. Nee, herstellen. Ein Ei, ein Hühnerei. Straußenei wird es ja wohl nicht sein. Die sind ein bisschen größer. Ach, da haben wir doch schon die Wüste. Und hinter der Wüste lag doch hier mein Gebirge und das Ende des Dings. Na super. Da wollen wir doch hin. Das ist doch unser Ziel. Sind wir schon bald da? Das ist doch richtig hier, das ist doch goldrichtig. Wo wir jetzt hier noch ein paar Schafe finden, können wir uns da sogar das nächste Bett errichten. Geht das? Kann man zwei Betten haben? Da müsste man nicht dann erstmal das andere abbauen. Naja, wir werden es ja sehen. Notfalls wachen wir dort im Gebirge wieder auf. Was soll es? So, durch die Wüste. Müssen wir hier immer weiter Richtung Wasser, ein bisschen am Wasser halten. Joa. Kommen wir hoffentlich gleich mal an. Haben wir unser Haus wieder und ein wundervolles Inventar, was wir hier nicht verlieren dürfen. Ja, um auch mal ein bisschen off-topic, real talk zu reden. Ich schneide diese Minecraft-Arno-Videos ja immer ganz besonders. Also normalerweise haue ich die Videos eigentlich relativ, ja, Let's Plays muss man ja nicht so viel schneiden, haue ich die ja eigentlich
recht normal raus. Ich schneide da ein bisschen was raus, wenn da halt irgendwie mal ein Wortraspler drin ist, wenn man halt irgendwie, wenn ich mir mal versprochen habe oder ich mal was Blödes geredet habe, schneide ich das raus. Ansonsten ist das eigentlich meistens doch relativ ganz, was dann doch sehr gut ist. In Minecraft Arno, da höre ich mir das immer jetzt quasi nochmal ein zweites Mal an. Also ich nehme das dann fast zweimal auf. Also ich nehme das auf und drehe das Ganze hier und ich muss mir den Scheiß, den ich jetzt laber, nachher nochmal im Schnitt anhören. Ich höre das wirklich so lang, wie das Video dann ist, nochmal, wenn ich dann halt hier eine Stunde lang aufnehme. Dann höre ich mir die Stunde nachher nochmal wirklich in einfacher Geschwindigkeit halt wirklich in. Ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung. Da hinten ist ein Tropenwaldbiom. Das ist auf jeden Fall falsch. Jetzt haben wir uns hier in der Wüste verirrt. Das wollen wir nicht. Das ist die falsche Richtung. Jetzt müssen wir uns eigentlich ein Boot bauen und auf dem Ozean landen. So schaut's aus. Ich gehe trotzdem erstmal in die Richtung, um halt irgendwie längs zu kommen. Huh! Ha! Da nicht runterfallen. Oh, ist doch das falsche Biom hier. Ich kenne die falsche Richtung. Naja, und jedenfalls schneide ich das dann richtig ordentlich zusammen. Auch mit Musik und so weiter drunter. Also das ist schon vom Schnitt her bisher das aufwendigste Projekt überhaupt. Da mache ich mir auch richtig Mühe dabei. Soll ja auch was ordentliches werden. Und es wird ja schon wieder Nacht. Was ich auch sagen wollte, ist, dass generell jetzt so in den Sommertagen jetzt hier, wo es auch heiß draußen ist, mir das auch immer schwerer fällt, die Worte zu finden. Ich hasple da immer mehr rum. Ich bin immer mehr. Ich erzähle viel Scheiße und mach viel Mist und da kommt es sehr zu. Muss und. Nee, das läuft darauf hinaus, dass ich mehr schneiden muss jetzt hier in den Sommertagen und. Das so ein Let's Play nicht mehr aus wenigen Cuts, sondern aus vielen Cuts besteht. So, ein Schiffchen haben wir hier auch noch mit dabei. Auf den Ozean. Da sind wir, denke ich, sicherer als auf dem Land. Nicht unbedingt, aber nicht zwangsläufig. Aber ich habe zumindest schon mal die Erfahrung gemacht. Okay. Dass ich jetzt ans Ufer gespielt werde. Steuerung und so weiter. Dass auf dem breiten Fluss zumindest die Skelette, ach du Scheiße, habe ich mir jetzt wieder versprochen, Skelette nicht so sehr großen Bock drauf haben, da ans Wasser zu gehen. Da sollte man sich auch in der Mitte des Flusses aufhalten und jetzt hier nicht am Rand rum hasseln. So, aufs große Meer wollen wir raus. Alter, die Steuerung ist am Arsch hier. Und ich sehe da schon einen Creeper-Roh und eine Spinne-Roh. Ach, komm. Ich mache jetzt hier so ein bisschen Timelapse. Skelett! Zombie! Von wegen. Ach, gestorben. Verdammt! Da wollte ich gerade Timelapse machen. Jetzt bin ich hier wieder in dieser Hütte. Und mein Inventar! Nein, Kacke! Hättest du das doch in dieser Kiste lassen sollen. Mein schönes Inventar. Das ist doch üblich hier. Die Zauberbücher, das goldene Zeugs und. Oh nein. Das ist doch peinlich, Mann. Ich habe jetzt nichts mehr. Es liegt dort alles in der Wüste begraben. Das Zauberbuch, die schönen Sachen, die. Die Rüstung, die. Ach Mann, ja, na gut. Sollte wohl nicht sein. War noch nicht so, dass ich. Ich war noch nicht so pro und so
gut, dass ich halt sowas besitzen sollte. Aber ich weiß jetzt, wo ich hin soll. Die Wüste da entlang. Und dann sind wir auch schon richtig ungefähr. Ungefähr kommen wir dann an. Na, Werkbank habe ich jetzt auch verloren und so weiter. Naja, Hauptsache wir kommen. Wir kommen mal langsam voran. Finde jetzt schon irgendwie richtig. Zack. Hier mal runter. Man sollte hier wirklich mal Treppen erfinden. Mal irgendwelche festen Treppen, die halt wirklich regelmäßig sind. Die halt wirklich so. Am besten aus Goldstein oder sowas, aus goldenem Pflaster hier irgendwie aufgebaut. Später, wenn ich halt irgendwie wahnsinnig viele Ressourcen habe und schon sehr fortgeschritten bin und meinen eigenen Palast habe, dann mache ich das auch mal. Dann haue ich hier wirklich mal Treppen rein in die Gebirge. Offizielle Treppen, offizielle Zwergenflusstreppen, die dann auch so richtig vielleicht. Oh, drei Schafe, das ist doch gut. Das kommt mir genau recht. Habe ich ein Bett. Schaf nicht abbauen. Das Schwein wollte ich jetzt nicht schlachten. Na komm. Ich brauche euch beiden. Tut mir leid. Ich würde ja eine Schere benutzen. Die habe ich aber nicht. Die wurde mir noch nicht im Spiel gegönnt. Und das letzte. Ist noch irgendwo ein Schaf. Wenn sie jetzt beide abgeschlachtet? Nein, da ist das Schaf. Letztes Schaf. Tut mir leid, Sir. Muss sein. Fürs eigene Überleben. Ich hoffe, du verzeihst mir. Dein toter Geist verzeiht mir. Ist ein bisschen Holz. Brauchen wir später, wenn wir wieder im Haus sind. Ich meine, jetzt haben wir dort hinten eine Hütte, ein Haus. Eine Hütte, ein Haus. Ja, eine Hütte, ein Bett. Aber für später. So, erstmal für eine Werkbank und für ein Bett. Ein bisschen Holz holen. Ist mir ja egal, welches Holz. Hauptsache ich hab mal was. Womit ich was bauen kann. Kann von mir aus auch dieses weiß-schwarz gefleckte sein. Alter, ich muss mal irgendwie mal meine Switch zur Reparatur bringen. Irgendwie mal einen nächsten Saturn oder so. Können ihn das mal da fixen. Das geht hier wirklich nicht. Mein rechter Controller ist halt irgendwie am Arsch. Weiß das jemand von euch wieder da, was es damit auf sich hat? Ist halt irgendwie der Knopf irgendwie, der sich da dreht. Ihr seht's ja. So, was wollte ich jetzt hier bauen? Ich wollte mir ein Bett craften. Bett. Sehr nice. Ein Schwert hätte ich mir auch gleich machen können, aber das wäre noch aus Holz gewesen. Hätte es jetzt nicht wirklich gebracht. So, dann weiter. Ich dachte, das wäre ein Schaf. Ist aber jetzt ein Stückchen vom Erdblock gewesen. Nein, vom Steinblock. Ein grauen Steinblock. Gibt ja auch graue Schafe. Die drum, die drei. Skelett schlage ich einfach mit diesem rohen Fleisch hier aus Schafsfleisch, Schafsfleisch. Reden muss man können. Das ist ja, das ist eine Kunst, die hohe Kunst des Redens. Ja, was das angeht, es ist halt irgendwie ja, ich weiß es auch nicht. Vor uns an mir liegt. Im Sommer liegt es irgendwie ein bisschen daran, auch dass ich ja
das Gehirn nicht mehr ganz mitmacht. Das Gehirn ist zu heiß, um klar zu denken, klare Sätze zu formulieren. Aber generell so, naja, ist halt so ein bisschen. Bin halt einfach zu doof, um zu reden. Hab keinen Sprachfehler, ich bin zu blöde dafür. So ist es. Ja. Ich merke, ich disse mich gerne selbst. Ist ja. Man muss aber auch über sich selbst lachen können, man muss sich auch selbst dissen können. Sonst ist es nicht richtig. Der Fluss, ich bleib mal hier am Fluss. Aber ich glaube, der führt in die falsche Richtung. Boah, diese gruseligen Geräusche im Hintergrund hier. Das sind keine Zombies, aber das ist halt irgendwie, ist halt Weltenlärm. Frag mich nie, was das ist. Bestimmt hat es auch gerade jemand. Hat es schon längst jemand in die Kommentare geschrieben? Ich bin immer noch in der Vorproduktion. Part 10 gerade hier. Ja, oh ja, es wird gefährlich. Bin ich jetzt zu hoch geklettert? Und wie hoch steigt, kann tief fallen. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich jetzt hier in den ersten 10 Parts oder in den ersten 15 Parts jetzt hier recht wenig auf die Zuschauer-Kommentare eingegangen bin, falls denn welche gekommen sein sollten. Das weiß ich auch noch nicht, ob das überhaupt jemand guckt. Ich hoffe es sehr stark, dass Minecraft dann geguckt wird. Wo bin ich denn hier gelandet? Da hinten ist schon wieder dieses Tropik-Biom hier. Das war doch hier nicht so. Das ist, dann bin ich doch, das war doch, das ist doch falsch hier. Das ist, ich laufe doch hier ganz in die falsche Richtung. Ich weiß, ich bin durch eine Wüste gelaufen, aber es gibt auch bestimmt nur diese eine Wüste hier. So viele Wüsten gibt es in Minecraft in dieser Map nicht, die ich erstellt habe. Ja, ist gut. Mach ich gleich, wenn dieser Part vorbei ist. Ich lade gleich meine Konsole auf. Ich hoffe, es hält noch bis zum Schluss. Kaninchen, das kriegen wir nicht hier geschlachtet. Da bin ich noch zu langsam für und dafür habe ich nicht die Mittel. Ja, denn hier ist auch ein bisschen Fluss. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen drauf lang schippern. Ich will das ja nicht so falsch. Oder mal durchs Biom mal einfach durch. Ich komme auch an. Ich glaube, das war falsch. Wir sind einfach wir sind einfach den langen Ozean. Da war ein ganz weiter Ozean bis zum Horizont. Da haben wir dann ein Boot genommen und sind da lang geschippert. 2 Minuten eigentlich hätte man noch lang schwimmen können. Ja, ich glaube, das Beste ist halt wirklich dem Fluss lang. Und zwar vom Wald weg. Wir sollten eigentlich in die Richtung da laufen. Ich sehe schon, es wird wieder Nacht. Kommen gleich die ganzen Zombies und Skelette wieder raus. Ich penne mal hier in der Wüste. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt meinen Spawnpunkt in der Hütte dort gekillt hat. Damit, dass ich hier mein Bett aufgestellt habe und drin geschlafen habe. Eventuell war das jetzt recht scheiße, aber ja gut. Damit müssen wir vielleicht leben. Das war dann wieder vom Anfang aus müssen von dieser Scheiß-Walddichtung da. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass der Speicherpunkt noch aktiviert ist. Ich höre Spinne. Okay, der Fluss wird breiter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann sind wir vielleicht gleich am Ozean. Oder auch nicht. Autsch.
Du wolltest gerade ein bisschen mit dem Kaktus kuscheln. Spielstörung und so. Ist ein bisschen beschissen. Und da ist schon wieder ein Waldbiom. Wie ist denn das hier möglich? Das ist. Ich habe mich verlaufen in der Wüste. Naja, was soll es? Ich werde wohl auch noch ein bisschen offscreen hier durch die Wüste stampfen. Und ich würde auch mal sagen. Ja. Guter Zeitpunkt. Ich würde mal sagen, im nächsten Part beginnen wir einfach mal bei unserem Haus. Akku meiner Switch ist alle. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Haut daran, habt einen angenehmen fröstlichen Tag. Nächstes Mal mit aufgeladener Switch und am Häuschen. Bis dann und ciao.